Aufnahmen aus 2022, eine von Papst Franziskus geleitete Heilige Messe für die kongolesische Gemeinde in Rom. In der Messe bat Papst Franziskus um Gebete für den Frieden in der, wie er den Kongo bezeichnete, verwundeten Nation. Und bei seinem diesjährigen Besuch im Kongo mahnte er, dass das Gift der Gier nach Bodenschätzen den Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo anheizt. Hände weg von Afrika, sagte Papst Franziskus im Januar während seines Besuchs im Kongo. Im Oktober dieses Jahres bei der UNO in Genf während einer Sitzung des 54. UN-Menschenrechtsrates über die Situation im Kongo brachte der Heilige Stuhl seine tiefe Besorgnis über die alarmierende Menschenrechtslage im Kongo zum Ausdruck. Wir sprechen jetzt mit seiner Exzellenz Erzbischof Ettore Balestrero, dem ständigen Vertreter des Heiligen Stuhls bei der UNO in Genf, darüber. Der Erzbischof war von 2019 bis Juni diesen Jahres, also 4 Jahre, apostolischer Nuntius in der Demokratischen Republik Kongo und berichtet somit aus seinen persönlichen Erfahrungen. Er hatte auch federführend den diesjährigen Besuch des Papstes im Kongo vorbereitet und begleitet. Der Kongo, ein geologischer Skandal? Jetzt hier im noch EWTN-TV-UN-Blog in Kürze Bericht aus Genf. Guten Tag. Es geht hier auch weiterhin um Themen der 54. UN-Menschenrechtsratssitzung vom Oktober, an denen der Heilige Stuhl teilnahm. Thema Menschenrechtssituation in der Demokratischen Republik Kongo. Wie immer bin ich jetzt mit den Büros der Botschaft des Heiligen Stuhls in Chambéry hier bei Genf verbunden und spreche mit dem Apostolischen Nuntius, dem ständigen Vertreter des Heiligen Stuhls bei der UNO in Genf, seiner Exzellenz Erzbischof Ettore Balestrero. Ich grüße Sie, Exzellenz. Guten Morgen, Christian. Einen guten Morgen an alle, die uns zuschauen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es ist schön, dass ich die Gelegenheit habe, unsere Aktivitäten zu erläutern und uns mit Ihrem Publikum darüber auszutauschen, welche Erfahrungen wir gemacht haben und wie wir auch anderen helfen können durch unsere Erfahrung. Genau. Exzellenz, kurz zur Klarstellung. Die Erklärung des Heiligen Stuhls während dieser Sitzung, über die wir jetzt sprechen, wurde von Monsignor John Putzer von der Mission des Heiligen Stuhls abgegeben. Nicht wie sonst von Ihnen persönlich. Gab es dafür einen Grund, vielleicht weil Sie zuvor als Nuntius in der Demokratischen Republik Kongo eingesetzt waren und ein Interessenkonflikt bestand? Oder was war der Grund? Ich danke Ihnen. Nein, es handelte sich lediglich um eine Überschneidung in der Tagesordnung und nicht um einen Kompetenzkonflikt. Es war so, dass an diesem Tag der Untersekretär des Heiligen Stuhls für die Beziehungen zu den Staaten hier nach Genf kam. Der stellvertretende Außenminister des Heiligen Stuhls war hier, um an einer Reihe von Treffen teilzunehmen. Ich durfte ihn begleiten und gleichzeitig an diesen Treffen teilnehmen, so dass ich keine Gelegenheit hatte, selbst diese Erklärung abzugeben, die ich natürlich vorbereitet hatte. Und das habe ich auch gerne getan, weil ich mich dem Kongo in gewisser Weise sehr nahe fühle. Denn trotz der Einschränkungen, die dort für Ausländer gelten, kenne ich die Situation im Kongo ziemlich gut. Und ich denke, es war eine gute Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie die Situation dort ist, und auch alle zu ermutigen, dem Kongo nahe zu sein, und den Kongolesen zu helfen, ihre Situation anhand der Empfehlungen zu verbessern. Bevor wir über die Ausbeutung der Bodenschätze im Kongo sprechen, kurz etwas zur Situation der Kirche im Kongo. Laut Vatican News im Januar dieses Jahres ist, ich zitiere, trotz der anhaltenden politischen Instabilität im Land die kongolesische katholische Kirche nach wie vor eine der lebendigsten Kirchen in Afrika. Davon zeugt die ständig wachsende Zahl der Katholiken, die etwa 33% der Bevölkerung ausmachen. 90% der Bevölkerung sind übrigens Christen. Der hohe Kirchenbesuch, auch unter jungen Menschen, das Aufblühen von Berufungen, das Engagement katholischer Laien und die breite Präsenz in der Gesellschaft und sogar in den Medien. Im Kongo gibt es insgesamt 4.602 Diözesanpriester, die in fast 1.500 Pfarreien und 48 Diözesen tätig sind. Und viele kongolesische Priester
der Fidei Donum, einer Koordinationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz, arbeiten in Afrika, Europa und Amerika. So die Journalistin Lisa Zengarini für Vatican News. Also eine lebendige Kirche, die katholische Kirche im Kongo, Exzellenz. Nun, das bringt mich zum Beweggrund, warum ich mich dem Land so nahe fühle. Denn der Kongo ist im Gegensatz zu dem, was man oftmals meint, nicht nur ein Land voller Mineralien und seltener Erden. Der Kongo, das sind Männer, das sind Frauen und das sind Kinder. Der Kongo, den ich kennengelernt habe, das sind auch die Ordensschwestern, die im Osten des Landes leben. Dort gibt es immer noch einen Konflikt. Sie dienen in einem Krankenhaus, das sie nicht verlassen haben, weil sie dort unbedingt bleiben wollten. Und wären sie weggegangen, dann hätten die Menschen dort keine Medikamente mehr gehabt. Der Kongo, das sind die Priester, mit denen ich regelmäßig nachts gesprochen habe, als der Krieg im Osten zu Ende ging. Und ich sprach mit ihnen, weil sie beschlossen hatten, in den Gemeinden zu bleiben und sich für die fast 1 Million Vertriebenen einzusetzen. Die Flüchtlinge kamen innerhalb von 6 Monaten in den östlichen Teil des Kongos. Das ist der Kongo, den ich liebe. Das ist der Kongo, den ich entdeckt habe, der nicht nur aus Problemen besteht. Der Kongo, würde ich sagen, bedeutet auch Hoffnung und Resilienz. Und ich füge noch etwas hinzu. Die Lebensgeschichten der Opfer von Gewalt, die ich gehört und gesammelt habe und die auch der Papst hören konnte, zeigen die Vergebung und Versöhnung der Menschen, die alle Vertriebenen aufgenommen haben. Sie haben ihnen einen Platz in ihren Häusern gegeben, aber noch mehr einen Platz in ihren Herzen. All das zeigt, dass im Kongo der Glaube an Christus in den Herzen von Millionen von Menschen wirklich verankert ist. Der Glaube ist keine Theorie, der Glaube ist Leben, auch wenn es natürlich nicht für jeden so ist. Natürlich gibt es viele böswillige Menschen, aber es gibt so viele gute Menschen im Kongo. Und durch diese Menschen kann man im Kongo mit der Hoffnung des Kreuzes leben, ohne zu verzweifeln. Das habe ich in meiner Erklärung hervorgehoben. Im Kongo habe ich erfahren, dass unsere Schwierigkeiten oft durch unseren Egoismus und die Verschlossenheit in uns selbst vergrößert werden. Die Kongolesen haben mir also geholfen, das zu verstehen. Und sie haben mich veranlasst, mich nicht in Kontroversen zu verlieren, die für die westliche Welt typisch sind und weit weg von unseren und meinen wirklichen Bedürfnissen sind, weit weg von den wirklichen Bedürfnissen der Menschen und des Lebens unseres Glaubens. Auf der anderen Seite gibt es im Kongo natürlich auch die Verschmutzung, die Vernachlässigung, die Desorganisation, die tief verwurzelt zu sehen ist, wenn man in die Städte dort geht. All dies zeigt, dass noch viel zu tun ist. Und das ist der Grund, warum ich den Inhalt meiner Erklärung auch in einer konkreten, praktischen Art und Weise und Form verfasst habe, um den kongolesischen Behörden zu empfehlen, die Situation in die Hand zu nehmen und das Blatt zu wenden und ihr Land zu verbessern. Genau, die Situation in die Hand zu nehmen, in die eigene Hand, um das Blatt zu wenden. Dazu ein Redeausschnitt von Félix Antoine Tshilombo, Präsident der Demokratischen Republik Kongo, vor der UN-Generalversammlung in New York im September dieses Jahres. Following a presence of more than 2 decades by the UN, it's time for my country to fully take its destiny in hand and to become the main protagonist of its own stability. We are grateful to the international community and to the United Nations for their support and their partnership. But we are also aware that the phased withdrawal of MONUSCO is a necessary stage to consolidate progress that we have already achieved. Nonetheless, it should be deplored that the peacekeeping missions that have been deployed in various forms for 25 years in the Democratic Republic of the Congo
have not been able to stop rebellions and armed conflicts that have torn apart the DRC and the Great Lakes region, nor have they succeeded in protecting the civilian populations. Der Präsident zeigte sich enttäuscht über die Wirksamkeit der UN-Friedenstruppen und sagte, ein rascher Abzug sei notwendig geworden, um die Spannungen zwischen der Bevölkerung und den Friedenstruppen abzubauen. Zur Info, die Stabilisierungsmission der UNO, MONUSCO genannt, ist seit 1999 im Osten des Kongos stationiert. So lange. Dieser kongolesische Minenarbeiter hält einen der weltweit wertvollsten Steine in der Hand. Man könnte sagen, einen Stein des Anstoßes. Coltan, eine Erzform, ein Metall-Mineral-Gemisch. 2022 berichtete die politisch unabhängige Organisation Global Witness, das heißt so viel wie weltweite Zeugenschaft, eine internationale Nichtregierungsorganisation, dass Apple, Tesla und Intel möglicherweise von Minen im Kongo mit Kinderarbeit profitiert. NPR, National Public Radio in den USA, beschrieb es als moderne Sklaverei im Kongo, die die Akkuwirtschaft antreibt. Exzellenz, die Demokratische Republik Kongo verfügt, wie Sie ja wissen, über riesige, unerschlossene Mineralvorkommen wie Coltan, Kobalt, Kupfer, Diamanten und Gold im geschätzten Wert von rund 22 Milliarden Euro. Es liegt auf der Hand, dass vor allem der Westen im Rahmen seines Kampfes um die Kontrolle der natürlichen Bodenschätze überall viel Unheil anrichtet. Also die Rohstoffausbeutung durch Korruption und Missachtung von Menschenrechten. Ist der Kongo nicht ein geologischer Skandal? Nun, wie Sie sagen, ist der Kongo irgendwie ein geologischer Skandal. Der Kongo ist ein Kampfplatz, auf dem die großen Weltmächte jetzt miteinander in Konflikt geraten sind. Nicht unbedingt mit Waffen, sondern wirtschaftlich gesehen sind die Großmächte da. Und jeder will in gewisser Weise etwas Raum gewinnen. Ich denke, dass jeder seine eigenen Hausaufgaben machen muss. Wir haben meiner Meinung nach zwei Elemente. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu rhetorisch werden, wenn wir über den Kongo sprechen. Das gilt insbesondere, wenn wir im Westen über Afrika sprechen. Wir neigen dazu, ein bisschen rhetorisch zu werden. Jeder muss also seine eigenen Hausaufgaben machen. Die Länder des sogenannten Nordens, die entwickelten Länder, müssen zunächst einmal ihren Überlegenheitskomplex loswerden, der sie dazu bringt, der Ausbeutung des Kongo zu frönen. Und sie müssen sich auch von ihrem Komplex der belagerten Festung befreien, weil der Kongo nicht nur die Angelegenheit der Kongolesen ist, sondern auch unsere eigene Sache als Länder des Nordens ist. In diesem Fall spreche ich als jemand, der aus Italien und somit aus dem Norden stammt. Ich meine, wir brauchen den Kongo, weil wir seine Bodenschätze benötigen. Wir brauchen seine Jugend. Wir leben in westlichen Ländern, in denen das Durchschnittsalter auf 35 bis 40 Jahre zugeht. Im Kongo liegt das Durchschnittsalter bei 18 Jahren. Wir brauchen den Kongo, weil wir selbst auch Frieden und Stabilität wollen. Und wenn wir Frieden und Stabilität in unserer Heimat wollen, müssen wir zum Beispiel die Ausbreitung des Dschihadismus verhindern, die es leider im Kongo, im östlichen Teil, gibt, mit ISIS und dem sogenannten Islamischen Staat in der zentralafrikanischen Provinz. Wir müssen also, wenn wir den Kongo wirklich lieben, auch zeigen, dass alle unsere Menschenrechtserklärungen die Kongolesen nicht vergessen haben. Das heißt, die Menschenrechte sind nicht zu einer Art ideologischer Abschirmung geworden, die uns vor den eigentlichen Empfängern all dieser Rechte versteckt, auch wenn diese auf einem anderen Kontinent leben. Das sind also die Hausaufgaben, die wir hier im Norden machen sollten. Aber auch die Kongolesen müssen ihren Teil dazu beitragen. Sie müssen das Blatt irgendwie wenden. Sie müssen die Konflikte überwinden, die sie plagen.
Um diese Konflikte zu überwinden, müssen sie die Ungerechtigkeiten angehen. Sie müssen der Versöhnung eine echte Chance geben, gerade um ihre eigene Zukunft zu erschließen und sich nicht nur auf die Vergangenheit und auf die Opferrolle zu beschränken. Ihre Hausaufgaben bestehen darin, dass sie dies umsetzen müssen. Wenn wir ein christliches Wort verwenden wollen, können wir sagen, dass sie sich bekehren sollten. Das ist sehr klar und sehr aussagekräftig. Sie müssen sich von Korruption und Gier abwenden. Und dieser Wandel hängt von der individuellen Freiheit der Menschen ab. Aus diesem Grund sagte der Papst, den Sie am Anfang Ihrer Frage erwähnten, als er im Februar 2023 in den Kongo kam, dass der Wandel in erster Linie in den Händen der Kongolesen liegt. Er forderte aber auch die westliche Welt auf, aus dem kollektiven Unbewussten den Irrglauben zu entfernen, dass es legitim sei, Afrika und den Kongo auszubeuten. Die Aufgaben, die zu machen sind, und die Lösung dazu, benötigen zuallererst aus unserer christlichen Sicht das Gebet. Denn nur wenn wir beten, können wir als Christen die Kraft zur Veränderung bekommen. Wenn wir nicht beten, wenn wir nicht mit Gott verbunden sind, wird jeder Kongolese in seinem eigenen kleinen Egoismus und seinen eigenen kleinen und individuellen Interessen stecken bleiben. Deshalb ist das Gebet notwendig. Und das Gebet gibt Kraft für die Bekehrung und für die Suche nach dem Gemeinwohl. Genau das ist das große Problem im Kongo und in Afrika allgemein. Es sind nicht nur die Suche nach den eigenen Partikularinteressen, die Korruption, die Gier und alle Arten von Versuchungen, die die Kongolesen zum Opfer fallen lassen, sondern es geht um die Suche nach einem gemeinsamen Wohl, das größer ist und das jedem erlaubt, sein eigenes Wohl und seinen eigenen Nutzen zu finden. Und um all dies zu erreichen, ist das persönliche Engagement erforderlich. Sie können diese Veränderung nicht an andere delegieren und müssen in all dem beharrlich sein. Die Kirche möchte den Gläubigen helfen, dieser Umkehr mehr Raum zu geben, Gott mehr Raum in ihrem Leben zu geben. Und die Kirche ermutigt auch alle Behörden zu verstehen, dass diese Veränderung, diese Umkehr, ihrer eigenen Gesellschaft und auch ihnen selbst zugutekommt. Das ist also der Kern der Sache. Das sind die großen Probleme. Und das ist auch der Weg, dies alles zu überwinden, durch das persönliche Engagement und durch die Einstellung der katholischen Führungspersönlichkeiten, die dort sehr aktiv sind, die sehr großzügig in ihrem Engagement sind und die versuchen, ein Beispiel zu geben und diesen Wandel zu fördern. Ich danke Ihnen, Eure Exzellenz, für Ihre Zeit und Ihren Einblick in diese wichtige Arbeit und die Aktivitäten des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in Genf. Wir sehen uns nächste Woche, wenn wir über die UN-Sitzung sprechen werden, an der Sie auch teilgenommen haben, in der es um die Ursachen und menschenrechtlichen Auswirkungen von religiösem Hass geht. Vielen Dank und Gottes Segen Ihnen. Danke, alles Gute und Grüße an alle. Bekanntlich reiste Papst Franziskus im Januar dieses Jahres in die Demokratische Republik Kongo, gewissermaßen auf den Spuren von Papst Johannes Paul II., der das Land 1980 und 1985 besuchte. Das war also der erste Papstbesuch im Kongo in 38 Jahren. Hände weg von Afrika, hört auf, Afrika zu ersticken. Es ist kein Bergwerk, das ausgebeutet werden, noch ein Land, das geplündert werden darf, sagte Papst Franziskus. Lasst Afrika der Protagonist seines Schicksals sein. Auf die Frage eines Reporters, warum Afrika so arm sei, fasste der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi Annan die unausgewogene Situation in Afrika in einfache Worte. Afrika ist nicht arm, es ist ein reicher Kontinent mit sehr vielen armen Menschen. Danke fürs Zuschauen und Gottes Segen.